in Aktion in der Klinik am Südring. Auf der Urologie behandelt Arzt Volker Racho nun den 42-jährigen Martin. Dessen Frau Daniela hatte nach dem Sex etwas Beunruhigendes im Kondom ihres Mannes entdeckt. Die Anwaltsgehilfin befürchtet eine Geschlechtskrankheit und ist verärgert, weil ihr Gatte die Sache herunterspielt. Was ist denn das Problem? Also ich denke, das ist gar kein Problem. Meine Frau macht hier voll die Panik. Könnten Sie mal bitte gucken? Also ich habe keine Lust mehr. Der hampelt hier rum, soll mit ins Krankenhaus. Wir hatten eben Sex und hier ist Blut mit im Sperma. Blut im Sperma, also wir nennen das auch Hämatospermie, sollte auf jeden Fall abgeklärt werden, auch wenn es in den meisten Fällen überhaupt nichts Schlimmes ist. Trotzdem können auch in seltenen Fällen schon mal Tumore oder etwas häufiger auch Entzündungen der Prostata, der Samenblase oder des Nebenhodens für so eine Hämatospermie, also Blut im Sperma, verantwortlich sein. Mein Gott, das kommt vor. Man schneidet sich auch mal einen Finger, da ist mal eine Wunde oder sonst was. Ja, sowas kommt ja nicht einfach vor. Also da, das sehen Sie ja selber, dass sieht ja irgendwie merkwürdig aus. Okay, also keinerlei Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder sonst irgendwas, irgendwelche besonderen Sexpraktiken, irgendwas? Nein? Alles gut? Haben Sie irgendwas sonst bemerkt? Nee, ist alles, war alles wie immer. Und was es könnte aber auch eine Geschlechtskrankheit sein. Okay, also das ist Ihre Sorge, dass er eine Geschlechtskrankheit hat. Das ist meine Sorge. Blut im Sperma kann auch schon mal bei einer Geschlechtskrankheit vorkommen. Da ist aber eher meistens so, dass man eitrige Ausflüsse hat und ein Brennen in der Harnröhre, was Herr Kuhle nicht hatte. Also muss da irgendwo anders die Ursache liegen. Okay. Soll ich die Herren von dir? Herr Kuhle, nee, von mir mit Sicherheit nicht. Wir gucken uns das erstmal an, ja, Herr Kuhle. Das heißt, Sie müssten sich einmal auf die Liege legen und wir schauen uns mal Penis und Hoden an und gucken, ob da irgendein Grund für diese Blut im Sperma ist. Schauen wir, muss das sein? Das muss sein. Das ist ja. Es kann schon mal sein, dass Blut im Sperma ist, aber es kann halt auch was Gefährliches dahinter stecken. Ehefrau Daniela ist sehr beunruhigt, aber auch misstrauisch. Bis zum heutigen Vorfall hat sie ihrem Mann im Grunde vertraut. Obwohl es offenbar schon länger Hinweise gibt, dass der Industriemechaniker ein Geheimnis verbirgt und sie vielleicht betrügen könnte. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass es eventuell eine Geschlechtskrankheit sein sollte? Ja, also erstens ist er andauernd müde, kommt spät nach Hause und meine Freundin tut hier irgendwas weh? Hat ihn mit einer anderen Frau schon mal in der Stadt gesehen und in der Stadt? Ja, in der Stadt. Tut hier was weh, Herr Kuhle, wenn ich da drücke? Ein kleines bisschen. Okay. Aber sonst sieht da eigentlich alles normal aus. Ich würde gern einmal noch die Prostata tasten. Das heißt, Sie müssten sich einmal zur Seite drehen und die Hose runterziehen. Das kommt häufiger vor, dass Männer gerade im jüngeren Alter, dazu zähle ich Herr Kuhle auch noch, so ein bisschen Scheu vom Urologen haben und diese Abläufe da noch nicht genau kennen und was genau untersucht wird. Es gibt aber auch Patienten, denen macht das überhaupt nichts aus. Oder gerade ältere Patienten, die das regelmäßig machen, haben da überhaupt keine Probleme mit. Tut das weh, wenn ich hier drücke? Mhm. Ja? Sehr schlimm, oder? Geht. Geht. Auszuhalten. Okay. Okay. Also, die Prostata ist ein bisschen vergrößert und tut weh, wenn man drauf drückt. Das kann sein, dass da eine Prostataentzündung dahinter steckt. Ich würde einmal gerne die Laborwerte abwarten, die Entzündungszeichen und auch den PSA-Wert, den wir nachgemeldet haben. Was ist denn ein PSA-Wert? Das ist ein Wert, der zum Beispiel bei einer Entzündung der Prostata erhöht sein kann, aber auch bei Tumoren der Prostata. Ja? Und das wollen wir ausschließen, dass es sich da um etwas Bösartiges handelt. Also abgesehen von der etwas unangenehmen Untersuchung sollte die Prostata nicht schmerzen, wenn man draufdrückt. Und das war bei Herr Kuhle schon der Fall. Sie war ein bisschen vergrößert, was aber auch noch nichts Schlimmes ist. Und diese zwei Sachen haben mich dann dazu gebracht, dass man auf jeden Fall noch was weiter nachgucken sollte. Und deswegen wollten wir den Ultraschall der Prostata machen. Aber eine Geschlechtskrankheit kann das schon auch sein. Oh, wie gesagt, ich kann das nicht hundertprozentig ausschließen, ja, aber es ist mir eher unwahrscheinlich. Aber wir müssen da erstmal die Werte abwarten. Okay. Ja, Herr Kuhle. Ich hier, werd befummelt, krieg gleich irgendwas in den Arsch geschoben und Krise gleich. Ja, ich Tobias, krieg auch die Krise. Tobias, bringst du sie noch mal raus dann und wir warten die Werte ab, ziehen sich in Ruhe an, beruhigen Sie sich ein bisschen, ja? Und dann sprechen wir in Ruhe drüber, wenn wir alle Ergebnisse haben.
Natürlich ist es etwas, ich sag mal, unangenehm, wenn sich zwei Personen streiten und einer ist der Patient davon. Trotzdem muss man da, glaube ich, auch professionell reagieren und manchmal auch ein bisschen die Leute auseinanderhalten und dass das Ganze nicht während der Untersuchung passiert, weil ich muss mich auch konzentrieren. Und da muss man auch mal sagen, dass das vielleicht außerhalb des Patienten oder des Untersuchungszimmers geklärt werden sollte. Und müssen die Jacke nicht anstellen, wenn man einmal im Krankenhaus ist. Jetzt hör doch wenigstens jetzt auf zu diskutieren. Dein ewiges Genörgeln und Diskutieren, es nervt. Ich hab nichts mit den anderen, ich bin nicht fremdgegangen. Jetzt lass uns das hier beenden und dann ist gut. Schon bei der Untersuchung hat Frau Kuhle sehr auf ihren Mann eingehackt und hat auch ziemlich schnell die Vermutung geäußert, dass sie glaubt, dass er eine Affäre hätte und dadurch sich irgendwie eine Geschlechtskrankheit zugezogen hat. Dass sie mit dem Gedanken gar nicht so weit weg lag, sollte sich später herausstellen. Während das Blut des Patienten im Labor analysiert wird, erscheint auf Station unangemeldet ein junger Mann. Schwester Selvia merkt schnell, dass dem 28-jährigen Sören etwas sehr Unangenehmes zu schaffen macht. Kann ich Ihnen helfen? Ich bräuchte einen Urologen. Einen Urologen? Einen Urologen. Okay, dann sind Sie hier schon mal richtig. Das ist die urologische Station. Was kann ich für Sie tun? Was ist das Problem? Kannst du mal eben die Metamizolkan raus? Das müsste ich dann mit dem Urologen klären. Sie möchten nur mit dem Urologen sprechen, wenn ich Sie richtig verstehe. Geht es Ihnen gut? Bedingt. Bedingt, okay. Bedingt. Passen Sie mal auf. Ich bringe Sie jetzt mal erstmal ins Arztzimmer. Ja? Der Volker ist im Dienst, ne? Ja. Eben hier. Das Verhalten von dem Patienten machte auf mich schon einen komischen Eindruck. Und als ich mit ihm sprach, hatte ich schon den Eindruck, das wirft sehr viele Fragen auf. Und das könnte eine delikate Angelegenheit werden. Dass das so delikat wird, also damit habe selbst ich nicht gerechnet. Also es hat schon für sehr viel Staunen gesorgt. Hallo, Schwester Selvia. Hallo, Racho, mein Name. Hallo, Sören. So, was kann ich tun? Ja, der Patient hat ein urologisches Problem und möchte nicht mit der Sprache rausrücken. Ich kann leider dir keine Übergabe machen, aber es scheint etwas speziell zu sein. Okay, dann schon mal vielen Dank bis hierhin. Okay, wie meinen Sie das? Das heißt? Die Schwester bleibt jetzt nicht hier, oder? Nein, die Schwester bleibt natürlich da, das natürlich. Ist ihr Job. Und wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Ja? Muss das sein? Ja, das muss. Wir wollen Ihnen ja helfen. Der erste Eindruck von dem jungen Patienten war, dass er ein bisschen schüchtern war, ein bisschen verunsichert und dass er auf jeden Fall irgendwas zu verbergen hatte. Was man aber auch häufiger sieht bei jungen Patienten, die möchten dann auch nicht unbedingt zu einer Schwester oder zu einer Ärztin kommen. Er hat Glück gehabt, dass ich jetzt als Urologe, als männlicher Urologe da war. Wenn eine weibliche Urologin da gewesen wäre, hätte er auch damit klarkommen müssen. Als der Patient seine Scham schließlich überwindet, zeigt sich, dass er und sein bestes Stück in einer verzwickten Lage stecken. Tut das nicht weh? Natürlich tut das weh. Ja, okay. Also, ganz in Ruhe, ja. Also, ich glaube, ich vermute, wo das andere Ende ist. Und deswegen wollten Sie unbedingt einen Urologen sprechen. Mhm. Ja, mein erster Gedanke, als er den Mantel geöffnet hatte, war, ja, also ich glaube, ich weiß, wohin dieser Schlauch führt und ich weiß, wo dieser Schlauch herkommt. Weil es ist gar nicht so eine seltene Erkrankung oder ein Vorkommnis in der Urologie. Erzählen Sie mal, wie das Ganze denn passiert ist. Es ist blöd gelaufen. Also ich war duschen und hatte dann noch nichts an, wollte dann saugen und ich habe halt so ein hüfthohes Schränkchen und auf einmal wie von Geisterhand. Und dabei sind Sie da reingekommen und ja. Okay, Sie haben das andere, das Gerät ist nicht dabei, das ist schon mal gut. Ja. Und wir gucken uns das Ganze jetzt an. Ja, wir müssen da ein kleines Stück vom Schlauch müssen wir erstmal abtrennen. Ja. Mhm. Wie lang ist Ihr Penis ungefähr, wenn ich das fragen darf? Ungefähr. Normal. Ja. Okay, also ich schneide das hier ab. Ja? Mhm. Nur wenn er jetzt überausmäßig lang wäre. Nicht, dass ich Sie verletze. Dass hinter Sörens Staubsaugerunfall ein echtes gesundheitliches Problem steckt, kann der Arzt noch nicht wissen. Mit einem Gleitmittel versucht Volker Racho, den Schlauch nach dem Kürzen vorsichtig zu lösen. Ich muss ein kleines bisschen ziehen. Ja? Das kann mal kurz wehtun. Ja? Nicht erschrecken. Okay, ganz. Ja, also es ist auf jeden Fall locker.
tief. Einfach einatmen, okay. Atmen. Okay, okay, alles gut, ja? Alles in Ordnung. Ja, der Schlauch ist weg. Es ging erstmal darum, dass der Schlauch von seinem Penis abkommt, dass es da nicht weiter zu irgendwelchen Verletzungen kommt. Und da ist mir zunächst die Erklärung, warum es oder wie es dazu gekommen ist, egal. Nachher, als die Sache sich etwas gelegt hatte, der Schlauch ab war, habe ich dann auch nochmal nachgefragt, weil also diese Geschichte war schon sehr unwahrscheinlich. Diese Geschichte mit dem Regal, ja, das nehme ich Ihnen nicht so ganz ab. Was ist denn da genau passiert? Okay, okay. Ich habe da jemanden kennengelernt. Ja. Und im Moment spielt meine Männlichkeit gerade nicht so mit, wie sie sollte. Und ich habe im Internet gelesen, dass man mit dem Staubsauger, dass man da Abhilfe schaffen kann. Okay, das ist erstmal großer Quatsch, aber das heißt, Sie haben Erektionsprobleme oder hatten einmalig Erektionsprobleme oder mehrmals? Mehrmals. Ja, und deswegen haben Sie das probiert. Sie wollten wahrscheinlich sowas wie eine Vakuumpumpe oder sowas Ähnliches, haben Sie gelesen und haben gedacht, das kriege ich einfacher hin. Ist natürlich sehr gefährlich, sowas vom Staubsauger, wie Sie gemerkt haben. Wie alt sind Sie? 28. Erektionsstörungen sind auf jeden Fall ein häufiges Problem, wobei man sagen muss, dass es eher ältere Patienten betrifft. Bei jungen Patienten ist es so, dass da zumeist eine psychische Ursache zugrunde liegt, also auch einfach ein Stress oder zum Beispiel Aufregung bei einer neuen Partnerschaft. Und dass dieses Ganze dann zu den Erektionsproblemen führt. Körperliche Ursachen sind in dem jungen Alter eher selten. Okay, Anke, also die Schwester Selvia nimmt ihm Blut ab. Mhm. Wir schauen uns die Werte später an. Und wenn das irgendwas Hormonelles oder sonst was ist, dann kann man das weiter vom Hausarzt abklären lassen. Das ist wahrscheinlich überhaupt nichts Schlimmes. Ja? Mhm. Also machen Sie sich keine Sorgen. Mit dem Penis alles wunderbar. Ja, da ist nichts verletzt. Und wir schauen uns die Werte an und ich verabschiede mich schon mal. Ja. Bei dem Patienten ist rausgekommen, dass er eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Und die kann auch schon mal Erektionsstörungen verursachen. Das soll der Hausarzt dann noch mal weiter abklären. Es kann aber auch sein, dass es eine psychologische Komponente gab. Das weiß man nicht so genau, aber das wird auf jeden Fall nichts Schlimmes sein. Sörens Erektionsstörung ist nach der Behandlung seiner Schilddrüsenprobleme tatsächlich wieder verschwunden. Im Fall des Patienten mit dem Blut im Sperma ist die Ursache dagegen noch unklar. Allerdings soll nun Ehefrau Daniela herausfinden, warum sich ihr Mann mit einer fremden Frau getroffen hat. Ich hatte extra noch mal im Labor angerufen. Also wir waren gerade, wollte einen Kaffee trinken und ich dachte, er wäre bei Ihnen. Ich habe auch nicht gesehen, ich bräuchte ihn auch noch für den Ultraschall. Haben Sie denn jetzt die Testergebnisse? Die sind noch nicht da. Das dauert noch ein bisschen. Die hatten ein paar Probleme im Labor. Ja, verstehe ich nicht wirklich. Also wir machen das so. Wir gehen auf die Suche und dann kommen wir gleich im Behandlungsraum. Ne? Okay, ich warte alles da. Klar. Verstehe ich. Wo haben Sie denn zuletzt gesehen? Ja, wie gesagt, ich war einen Kaffee trinken und er wollte warten. Und warten Sie mal. Ich habe, glaube ich, was gehört. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil der Raum eigentlich nicht belegt ist. Nein, du kommst auf gar keinen Fall hier hoch. Moment mal. Was machst du hier in dem Zimmer? Und ich wer soll hier nicht hier hochkommen? Kannst du mal bitte rauskommen? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Ja, ich habe hier nur telefoniert, damit ich keinen störe. Wir sind hier in einem Krankenhaus. Das war ein leeres Zimmer. Also, wer soll jetzt nicht hier hinkommen? Das war Mike. Ich wollte einfach nicht, damit er dein ganzes Geterze hier mitbringt. Mike! Ja. Ja klar, ein Arbeitskollege von dir. Ja. Nee, das war garantiert eine Frau. Oh, jetzt fängt meine das schon wieder an. Ja, das fängt schon wieder an. Ich betrüge dich nicht. Nee, das ist mir jetzt wirklich zu blöd, Martin. Also, was das, ist nee, das glaube ich dir nicht. Auf der Suche nach Herrn Kuhle haben wir ihn dann im leerstehenden Zimmer wiedergefunden, laut telefonierend. Und als wir so den letzten Satz noch mitgekriegt haben, ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen. Da dachte ich, oh, da hat sie vielleicht doch recht. Ich glaube dir kein Wort. Was heißt, du glaubst mir kein Wort? Martin, warum sollte ich denn auf gar keinen Fall kommen? Genau aus dem Grund. Also ich habe die ganze Zeit in der Schule für dich mitgeschrieben und ich habe einfach Sie Sorgen. Überhaupt? Hallo, ich bin eine Mitschülerin von Martin. Nathalie. Wie Mitschülerin von Martin? Ja. Entschuldigung. Du, sei mir nicht böse. Ich glaube. Lass mich erst mit meiner Frau reden, ja? Danke, dass du da bist, aber. Gut, dann klärt das mal.
Als dann noch die junge Frau aufgetaucht ist, da dachte ich mir, oh, jetzt sind Hopfen und Malz verloren und sie hat wirklich recht. Aber da habe ich mich anscheinend doch geirrt. Ich erkläre es dir, Ron. Ich gehe nicht fremd oder sonstiges, es ist nichts Schlimmes. Glaub's mir. Wer ist diese Frau? Natalie ist eine Klassenkameradin. Wie eine Klassenkameradin? Ich mache in Abendschule mein Abitur nach. Und ja, aber wieso sagst du mir denn nichts davon? Weil ich dich einfach überraschen wollte damit. Ich wollte einfach für mich das Ganze machen. Ja, aber deswegen kannst du mich doch nicht anlügen. Und ich stehe hier im Krankenhaus und meine Freundin sieht, hat die wahrscheinlich in der Stadt gesehen? War vielleicht doof, aber ich wollte erstmal mir beweisen, dass ich es kann. Und ich möchte gerne derjenige sein, der die Familie ernährt. Ja, und der das Haupteinkommen hat. Okay. Es ist ja schön, dass sich das jetzt so ein bisschen geklärt hat. Aber wir müssten jetzt so langsam mal zum Doktor, weil es steht ja noch die Untersuchung an und dann hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes bei rauskommt. Okay? Ehefrau Daniela ist besorgt und will endlich die Ursache für das Blut in Martins Sperma erfahren. Ihr fällt es allerdings noch schwer, ihrem Mann seine Heimlichkeiten zu verzeihen. Per Rektalultraschall kann der Arzt aufklären, was mit dem 42-Jährigen nicht stimmt. Also, das sieht bis hierhin alles wunderbar aus, ja? Was man sieht, das Zeichen gleich auch noch mal genauer, sind ein paar Prostatasteine. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber das kann dazu führen, dass sich die Prostata entzündet. Ja? Jetzt können Sie erst das Ding rausnehmen, es mir dann erklären. Ja. Rektale Ultraschall ist eine Untersuchung in der Urologie, die nicht sehr angenehm ist. Das ist auch nicht die schlimmste Sache der Welt. Und dabei rausgekommen ist, dass Herr Kuhle Prostatasteine hat, eine sogenannte Prostatalitiasis. Und die erstmal nicht schlimm ist, aber dadurch kann es zu wiederkehrenden Entzündungen kommen. Und das war bei ihm jetzt der Fall. Also wir haben mittlerweile auch die Ergebnisse bekommen aus dem Labor. Und die Entzündungszeichen sind etwas erhöht. Ja, das heißt, sie haben eine Entzündung. Und dieser PSA-Wert ist aber normal. Das heißt, sie haben wahrscheinlich eine kleine Entzündung der Prostata. Dadurch dieses Blut im Sperma. Ja. Ich werde Ihnen ein Antibiotikum verschreiben und das müssen Sie 2 Wochen lang nehmen. Ja? Kein Krebs, also kein Tumor. Kein Krebs, keine Geschlechtskrankheiten, kein Tumor. Ja? Sie haben diese Steine, das ist nichts Schlimmes. Also wollen wir festhalten. Ja? Ja. Ich habe keine Geschlechtskrankheit, ich habe nicht mit einer anderen Frau geschlafen. Ist das jetzt alles geklärt, ja, Schatz? Ja, das ist angekommen. Tut mir leid. Okay. Also, sorry, dass ich jetzt hier so einen Affen gemacht habe. Wie gesagt, alles in Ordnung. Grundsätzlich gilt, dass Männer ab dem 45. Lebensjahr regelmäßig zur Prostatakrebsvorsorge gehen sollten, ungefähr 1 bis 2 jährlich. Und wenn man zum Beispiel in der Familie schon gehäuft Fälle von Prostatakrebs hat, also der Vater oder der Onkel oder der Bruder, dann sollte man bereits ab einem Alter von 40 Jahren regelmäßig zum Urologen gehen. Ehefrau Daniela ist erleichtert, dass keine Krebserkrankung vorliegt und hat sich mit ihrem Mann ausgesprochen. Martins Prostataentzündung ist durch das Antibiotikum vollständig abgeklungen. Er geht nun regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen.